So, willkommen zurück zu Let's Play Okamiden. Partnerlos, wie wir sind, laufen wir jetzt weiter durchs Shinshu-Feld. Ich frage mich echt, was passiert eigentlich immer mit unseren Partnern? Gut, Kagu ist jetzt gerade weg, weil sie irgendwas... Ach ne, also Kagu muss aufpassen. In der Gegenwart, dass nichts passiert und so weiter und so fort. Und ihre Ausbildung zu Miko fertig machen. Sie hat eine Entschuldigung. Kodo ist weggelaufen. Er hat keine Entschuldigung. Boah, ich werde ihn so zusammentreten, wenn er sich wieder mir unter die Augen stellt, ey. Boah. Da hinten wird die Moonhöhle, genau. Moon Cave irgendwo sein. Kuni ist immer noch weg. Seit Part 30 ungefähr. Und Nanami ist auch irgendwie weg. Wir sind immer alleine. Das ist so gemein. Ach, wir haben die Rolle wieder umgekippt. Ich hab gedacht, was macht die Dämonenrolle denn da im Hintergrund? Aber die ist mir umgefallen. Okay. Ich schätze, hier geht es jetzt zum Agatha-Wald. Sieht definitiv so aus. Deswegen gehe ich da jetzt noch nicht hin. Vorher will ich dann schon doch die Kräuter noch abgeben. Bei dem Jungen mit dem Hund und so. Und ich muss mal eben einen Schluck trinken, weil irgendwie... So. Jetzt besser. Okay. Was steht denn da hinten? Ist das? Man Poku needs food. Give me food. Ist das ein Mensch oder ein Tier? Ich hab kein Essen. Ich glaube, das ist ein Mensch. Okay. Ah. Wollte doch sagen, irgendwo in diesen Ecken hier ist immer irgendwas eigentlich. So. Glück. Ich hatte ja jetzt eher die Hoffnung, dass da eine Truhe steht oder so. Stopp. So. Das war eng. Da wäre ich fast reingelaufen. Ich drücke immer auf einen Knopf. Und das macht dann ein komisches Geräusch. So. Das sieht richtig hässlich aus, aber ist gut platziert. Anscheinend. Okay. Gehen wir mal rein. Ah. Eine Schatztruhe. Und zwar... Play Stage Red obtained. Ancient Stage with a bemused expression. Ja, hier fehlen uns auch nur noch zwei Stück, oder? Ja, nur noch zwei Stück. Nur noch zwei Antiquitäten. Dann haben wir alle. Das ist gut. Wichtig. Da war doch irgendwo eine Rolle, oder? Ach ja, die... Daher war eine. Nicht, dass ich da jetzt so reinrenne. Was ist hier denn? Das sieht irgendwie so... Wie ist da ein Loch im Boden? In solche Löcher füllt man normalerweise ja Wasser, oder? Soll ich mal... Ich versuche das mal regnen zu lassen und dann... Die Kamera bockt gerade. So. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen regnen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich glaube nicht. Ja. Aber irgendwie... Bin ich gerade irritiert, was das Loch im Boden soll. Naja, was soll's. Das wird dann wohl nichts Besonderes sein. Was sollte man damit auch machen, außer Wasser reinfüllen? Und selbst wenn man da Wasser reinfüllt, warum? Ist ja eigentlich völlig sinnlos. Was müssen wir jetzt noch machen? Also erstmal bringen wir jetzt die Kräuter weg. Dann müssen wir aus irgendeinem Grund Essen für das Ding, was da liegt, besorgen.
Und dann müssen wir, wollte, genau, Nami wollte doch noch irgendwas aus dem Agatha-Wald, Wasser. Sie wollte irgendwas, warum auch immer sie Wasser aus dem Agatha-Wald will. Ich weiß nicht, was daran so viel besser sein soll, aber sie wird schon wissen. Sie hat Ahnung, wir nicht. Immerhin braut sie den Sake. So. That's the herb I was looking for. I can really have it. Oh, thank you. So, und wir kriegen wieder Glück. That reminds me. I saw someone heading over to the Moon Cave earlier. I hope he's alright. Nee, nicht wirklich, aber. Well, I gotta go give this medicine to my dog. About before? Yeah, I was too scared to move. Anyways, thanks. Oh, you can have this. I thought I'd be spending more time out here. I don't need it, but maybe you can use it. Essen? 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 Meat! Wir kriegen Fleisch. Meat obtained. Well-cooked hunk of beef. Okay. Dann hätten wir das Problem mit dem Essen auch schon mal geklärt. Dann können wir dem etwas, was da auf dem Fußboden liegt, jetzt was zu essen geben. Fleisch. Also ich denke, es ist ein Mensch. Ich habe die starke Vermutung, aber man konnte es gerade auch so schlecht erkennen, weil der irgendwie aussah. Ich war mir erst nicht ganz sicher, wo der Kopf war. Ich glaube, mittlerweile weiß ich's. Ja, in solchen Momenten finde ich es immer schade, dass man die Kamera nicht ein bisschen freier drehen kann, damit man den mal ein bisschen einzoomen kann, so. Naja. Okay. Da liegt er. Ich glaube, der liegt auf dem Rücken. Nee, auf dem Bauch. Das mit dem orangen Zeug da vorne ist der Kopf. Das sollten seine Haare sein. Ja, ich gebe ihm jetzt was zu essen. Man Poku needs food. Give me food. Give him the meat. Ja, meinetwegen. Schmeißt er das da einfach so vor ihn? Is that what I think it is? No, no, no. I can't do it. I said I wouldn't do it. I promised myself I would cut back on food. Hast du einen Knall? But that meat looks so good. I just have to eat it. Was macht der da? Was macht der da? Was ist das für ein Wesen? Ein Kochtopf? View, I don't know about you, but I feel better. Oh no, I cheated on my diet again. This is why mom's always telling me. Is that you, Maru? Nein, it is you, Hilfe. Maru? What's wrong? It's me, Manpaku. Manpuku. Did you forget me? Wait, Maru didn't have stripes on his face. Da sieht man Streifen. You're not him. I wish you were. I wish he was here. Schiebe ist ja lieb. Thanks. You seem like a good dog too. I'm trying to go save my mom. The demons came and kidnapped her. But if I start running, I get really, really hungry. I don't think I'll ever make it to the Moon Cave to save her. Oh Gott, wir haben einen neuen Partner. Oh, Chibi! Oh Gott! Nein! Seine Frisur brennt. Really? You'll come with me to the Moon Cave? Oh ja. Thanks a lot. I knew you were a good dog. Oh yeah, you need a name. Since you got a nice pot belly like a pig, huh? I'm gonna call you Porkchop.
Mano, ich will nicht Porkshop heißen. Sag mir nicht der. Sag mal, kannst du dich mal anders hinsetzen? Das macht mich total bekloppt. Wo ist Kodo? Kodo, du Sack! Wegen dir muss ich jetzt mit diesem komischen Ding auf meinem Rücken durch die Gegend fliegen. Nein, also im ersten Moment. Bisher ist mein Poco mir nicht so sympathisch. Kann er sich da nicht anders drauf hinsetzen? Ich würde ihn am liebsten da runterhauen. Ich gehe jetzt aber erst zum Agatha-Wald, bevor ich wagemutig in die Mondhöhle latsche. Oder ich gehe doch nicht zum Agatha-Wald. Hallo Kaninchen, sprichst du mit mir? Er spricht nicht mit mir. Ich dachte, hier geht's zum Agatha-Wald, aber das war wohl nix. Was soll's. Dann gehen wir doch gleich in die Mondhöhle. Das können wir auch machen. Mir ist es relativ. Oh, aber wenn Kodo nicht wiederkommt, dann drehe ich echt durch. Dann drehe ich wirklich durch. Das Einzige, was an dem praktisch ist, ist, dass seine Haare brennen. Hollow Stage are obtained. Old Hollow Stage with an odd face. Okay. Gut. Ich würde mal sagen, das war's ja auch schon. Also hier geht's definitiv nicht zum Agatha-Wald. Okay. Das hatte ich jetzt echt gedacht, weil Kushi ja was wegen... Ach, Kushi. Ich sag schon immer Kushi. Nami. Hatte ja was wegen dem Agatha-Wald gesagt, dass sie da irgendwie Wasser draus hätte. Dann dachte ich, dass wir da jetzt vielleicht hingehen müssten. Aber das scheint ja irgendwie nicht der Fall zu sein. Na, was soll's. Jetzt gehen wir schon wieder in die Mondhöhle. Diesmal 100 Jahre früher. Tja, was soll's. Oh, setz dich anders hin, Junge. Bitte setz dich anders auf meinem Rücken hin. Ich will doch einfach nur, dass du dich anders hinsetzt. Ich laufe jetzt nochmal in den Kampf rein, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir anderen Viechern begegnen. Abgesehen davon will ich wissen, was ihr im Kampf macht. Aber wehe, der schmeißt mit Essen oder so. Dann drehe ich echt... Also dann ist langsam echt, ey... Da ist auf jeden Fall ein neues Viech bei. Was versuche ich jetzt? Ach ja, ich wollte... Wohl. Das bietet sich jetzt an, Feuer zu versuchen, weil er da ist. Aua. Feuer scheint nicht allzu effektiv gewesen zu sein. Hat mein Poco schon angegriffen? Ich habe gerade nichts mitgekriegt. War gerade etwas abgelenkt davon. Ich versuche bei ihm aber gleich auch nochmal Feuer. Was? In drei Teufelsnamen, was macht der da? Der verwandelt sich in einen Kochtopf? So kriegt man da definitiv keine Dämonenteile raus. Aber, ja. Und ich war wieder nicht schnell genug. Okay. Aber. Der Gegner war, glaube ich, neu, der eine. Der mit den rötlichen Färbungen. Falsch. Clay Samurai. Einer fehlt immer noch. Aber es fehlen nicht mehr wirklich viele Viecher. Kann man nicht anders sagen. Okay, ich sehe gerade, ich beende den Party jetzt erstmal mit unserem komischen neuen Partner. Ich werde mal schauen, was ich jetzt mache. Ja, mal sehen. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!